Willkommen zur Gorilla Sports 6-in-1 Set Trainings DVD. Ich bin Eddie und ich zeige euch ein paar Übungen mit dem 6-in-1 Set. Als erstes stelle ich euch den Ab Wheel vor. Mit dem Ab Wheel könnt ihr eure Bauch- und Kernmuskeln effektiv trainieren. Dabei positioniert das Gerät auf dem Boden, kniet euch hinter das Gerät und umfasst die Griffe mit beiden Händen, so dass ihr einen guten Halt habt. Rollt euch nach vorne ab. Dabei macht ihr mehrere Wiederholungen. Bei den Übungen ist darauf zu achten, dass der Rücken gerade bleibt. Bei der nächsten Übung, die mir sehr gefällt, positionieren wir den Ab Wheel auf dem Boden. Stellen uns dahinter, beugen uns zum Ab Wheel, greifen mit beiden Händen an die Griffe, sodass wir einen festen Halt haben. Dann rollen wir uns vorwärts ab und springen dem Gerät hinterher. Dies wiederholen wir mehrmals. Achtet dabei darauf, dass ihr erst abspringt, wenn die Beine gestreckt sind. Bei der nächsten Übung knien wir uns wieder hinter den Ab Wheel, greifen mit beiden Händen nach den Griffen, rollen uns nach vorne weg und lenken dabei abwechselnd links und rechts ein. Dabei machen wir wieder mehrere Wiederholungen. Bei der nächsten Übung zeige ich euch die Standard-Liegestütze. Dabei positioniert die Push-Up-Bars vor euch auf dem Boden. Diese Übung könnt ihr variieren, indem ihr die Beine über Kreuz nimmt. Oder die Push-Up-Bars waagerecht dreht. Bei der nächsten Übung gehen wir einen Schritt weiter. Wir positionieren die Push-Up-Bars auf dem Boden und gehen in folgende Liegestützenposition. Das Gesäß nach oben gerichtet. Darauf achten, dass der Rücken gerade bleibt und die Beine durchgestreckt sind. Nun gehen wir mit einer fließenden Vorwärtsbewegung nach vorne. Die Push-Up-Bars drehen sich dabei. Hier machen wir wieder mehrere Wiederholungen. Als nächstes zeige ich euch eine weitere Liegestützenvariation mit den Push-Up-Bars. Dabei ziehen wir das Knie abwechselnd nach vorne. Auch hier machen wir wieder mehrere Wiederholungen. Bei der nächsten Übung gehen wir in der Liegestütze mit den Push-Up-Bars.
Das 6-in-1-Set von Gorilla Sports ist ideal geeignet für Ihr Training zu Hause, ob allein oder mit Trainingspartner. Das ist die Pull-Up-Bar für den Türrahmen. Diese wird in die Tür gehängt. Achtet dabei darauf, dass die Leiste sicher auf dem Türrahmen aufliegt. Dann starten wir mit der ersten Übung. Wir starten mit den Standardklimmzügen. Hierfür greifen wir innen mit den Handflächen zum Gesicht. Die gleiche Übung kann mit einem breiten Griff durchgeführt werden. Hierfür fassen wir die Pull-Up-Bar außen wieder mit den Handflächen zum Gesicht und führen die Übung durch. Diese Übungen können auch mit der Rückhand zum Gesicht durchgeführt werden, sowohl innen als auch außen. Bei der nächsten Übung ziehen wir unsere Beine zur Seite hoch und halten diese für 5 Sekunden. Hierbei greifen wir innen mit den Handflächen zum Gesicht. In der nächsten Übung machen wir Klimmzüge mit Seitenstößen. Bei dieser Übung kombinieren wir den Klimmzug mit den Liegestützen. Hierfür machen wir einen Klimmzug, lassen uns den Kniebeuge fallen und führen eine Liegestütze durch. Danach springen wir in die Ausgangsposition zurück. Als nächstes kommen wir zu den Übungen mit den Armschlaufen. Diese befestigen wir an der Pull-Up-Bar, wodurch wir noch mehr Übungen durchführen können. Wir führen unsere Arme durch die Schlaufen, so dass die Schlaufen unser Gewicht halten und wir uns an den Griffen lediglich abstützen können. Als nächstes führen wir unsere Knie zu dem Kinn.
Jetzt erhöhen wir den Schwierigkeitsgrad, indem wir die Beine über den Kopf heben. Eine weitere Möglichkeit ist es, die Beine seitlich abwechselnd zu heben. Das Gleiche können wir auch mit stoßenden Bewegungen durchführen. Nun zeige ich euch, wie man die Pull-Up-Bar auch auf dem Boden benutzen kann, zum Beispiel für Liegestützen mit verschiedenen Griffen. Bei der folgenden Übung drehen wir uns mit dem Rücken zur Pull-Up-Bar. Strecken die Beine aus und drücken uns auf und ab. Bei dieser Übung greifen wir nach der Pull-Up-Bar und ziehen unsere Beine im Wechsel an. Um den Schwierigkeitsgrad zu steigern, springen wir mit der Pull-Up-Bar hoch und fangen uns mit einer Liegestütze ab. Diesen Vorgang wiederholen wir mehrfach. Wenn ihr mit den Übungen vertraut seid, könnt ihr für ein intensiveres Training die verschiedenen Übungen auch kombiniert durchführen.
Diese Abfolge wiederholt ihr dreimal. Je nachdem, wie fortgeschritten ihr seid, könnt ihr die Wiederholung der jeweiligen Übung auch erhöhen, um eure Leistung zu steigern. Das war das Gorilla Sports 6-in-1-Set Trainingsvideo und jetzt seid ihr an der Reihe.